Mach gerade Frühlingsputz und da ist mir dieses Messer untergekommen. Das hat mir mal ein Zuseher zugeschickt und gemeint, dass es das beim Aldi, Hofer, Lidl so irgendwas gibt. Und zwar ein Outdoor-Messer. Volles Scharf, so richtig volles Scharf. Und ein Feuerstahl dabei. Wie du wissen willst, ob das cool ist, so ist uns überhaupt dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraft-Areal auf Alto Liberté. Es ist mir Freude, dass du dabei bist. Hier am Kanal habe ich ja schon viele Messer vorgestellt und immer wieder mit dieser Funktionalität des Feuerstahls hier hinten drinnen. Und ich habe mein erstes Feuerstahlmesser, das war ein Light My Fire Mora irgendwas. Da gab es auch hier hinten diesen Drehmechanismus. Da gibt es jetzt wieder neue, die heißen Fire Knife. Billige Eigenwerbung, gebe ich dann natürlich auch unten den Link. Die sind von Mora, die gibt es bei mir im Shop. Aber der Punkt ist jetzt gar nicht der. Reicht so ein günstiges Messer aus und ist so ein Feuerstahl hier hinten überhaupt eine sinnvolle Variante? Und ich mag gleich zur Sache kommen, ja, ist es. Ist es auf jeden Fall. Schau, wenn du ein Messer mit rausnimmst zum Wandern, beim Bushcraften oder einfach so. Ich bin auch überhaupt der Meinung, dass man immer ein Messer mit dabei haben sollte. Zwar angepasst an die Situation, soll bedeuten, ja, wenn ich in der Stadt ins Einkaufszentrum gehe, werde ich nicht mit der riesen Machete antanzen, das ist ganz klar. Aber ein Victorinox-Messer zum Beispiel, das es natürlich auch bei mir im Shop gibt, aber, oder ein anderes EDC-Messer, das ist doch eine coole Sache. Wenn ich rausgehe in den Wald mit den Buben, hier in Wald ein bisschen herumstreifen, etwas suchen, habe ich auch ein Messer mit dabei. Da wird es aber vielleicht nicht ein kleines Victorinox-Messer sein, sondern zum Beispiel sowas hier. Ja? Oder beim Wandern zum Beispiel, wenn wir einen ganzen Tag unterwegs sind, aber ich jetzt nicht Bushcraften gehe oder Survival Training machen gehe, sondern wir einfach unterwegs sind, dann habe ich hier eine One-Size-Lösung. Nämlich, ich habe ein Messer zum Brotschneiden, Jausenschneiden, sonstiges, aber ich kann zur Not auch Feuer machen. Das ist vielleicht jetzt hier bei uns in Österreich und Deutschland und der Schweiz, wo man eh relativ rasch irgendwo rauskommt. Wie kommt man in so eine Survival-Situation wirklich, dass man sagt, okay, ich muss jetzt Feuer machen, ich muss ums Überleben kämpfen. 3 Wochen werde ich hier im Wald verdrasen, muss ich überleben. Ist eher nicht der Fall. Aber dennoch, es ist eine coole Sache, es mit dabei zu haben. Aber Feuerzeug ist natürlich noch cooler. So, gut, jetzt zu diesem Messer hier. Das Messer ist sehr günstig ausgeführt und ach, verdammt, ich muss es einfach sagen, das ist hier alles billigste Eigenwerbung. Selbstverständlich gibt es auch keine Rossmann-Messer, den Irbis zum Beispiel oder den Bushcraft-Biber. Gebe ich dir unten den Link, wenn du dir eins holen willst, aktuell lieferbar. Wenn du das Video später siehst und es ist momentan nicht lieferbar, dann trag dich in die Warteliste ein. Wir kriegen immer wieder welche, aber es ist momentan sehr, sehr schwierig, was zu bekommen, aber sei es drum. So, das hier ist natürlich sehr viel einfacher gemacht. Ja, liegt aber trotzdem gut in der Hand, ist extrem leicht. Auch die Scheide ist sehr einfach gemacht, erinnert mich ein bisschen an ein Fissgas. Ja, für Fissgas, da gibt es auch solche Messerscheiden. Ist in Ordnung, kann man draufklacken irgendwo. Ein Backup-Messer, meiner Meinung nach ein ideales Backup-Messer für den Rucksack. Leicht, kompakt und wenn ich es dann brauche, nehme ich es raus, hänge es mir an den Gürtel und bin mit dabei. Finde ich super. Aber jetzt wollen wir es auch wirklich einmal testen. Weil ein Messer muss hier was sein. Sicher muss es sein, natürlich sicher. Und was ist ein sicheres Messer? Ein sicheres Messer ist ein scharfes Messer. Wir werden sehen. Ich habe damit noch nicht viel gemacht, muss ich auch dazu sagen. Und ja. Ich meine, ich weiß nicht mehr genau. Der Rainer Rossmann Powercut. Der geht natürlich auch mit dabei. Ist alles super. Der nette Zuseher hat mir auch einen Brief dazu geschrieben, aber das ist irrsinnig schwierig bei mir. Weißt du, ich bin, wie man auf gut Österreichisch sagt, ein Fetzenschädel. Ich habe das verloren. Es hat nicht viel gekostet, ich glaube 5 Euro. Und dafür ist das Messer absolut in Ordnung. Wirklich. Ich glaube, dass das irgendein ein Lulu-Stahl ist. Ich habe keine Ahnung, wie Lulu. Aber es ist ausreichend, um das hier zu tun, was ich tun will. Also das ist okay. Was ich mir gespart hätte, also billig, Ching Chang Chung, China, irgendwas, Leute. Ich gehe davon aus, dass das von dort kommt. Da, Ricasso, wegmachen. Da bis ganz reinfahren, damit man besser noch schneiden kann. Weil ich glaube, das wäre auch wurscht gewesen. Aber sei es drum, das Messer ist wirklich, wirklich okay. Also da gibt es mal überhaupt nichts zum Sempern oder Sudern. Auch feine Locken sind machbar. Ich meine, das ist jetzt grünes Holz hier übrigens. Das würde ich nicht anzünden, aber Locken sind machbar. Also das passt alles. Das ist super, wie ich so schön sagen würde. Aber jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Hat dieses China-Bomber-Ding, wie gesagt, ich finde das mit dem Feuerstahl hinten cool, überhaupt die Fähigkeit, diesen Feuerstahl zu bedienen, ohne den Anschliff benutzen zu müssen? Wir werden es herausfinden. Und zwar in 1, 2 und... Ja, ich bin zufrieden. Ja, das ist absolut ausreichend, ja. Das ist absolut ausreichend, super. Das passt gut. Also meiner Meinung nach
auch wenn es nur 5 Euro kostet beim Aldi, Lidl, Hofer oder wo auch immer du einkaufen gehst bei einem Discounter, dieses Messer ist, wo kommt das überhaupt her, da steht was drauf, das ist von Delta Sport, Delta Sport Handelskontor GmbH am Wrakekamp 6 in Hamburg in Deutschland, gemacht 5/2022. Liebe Leute in Hamburg, cooles Messer, auch wenn es aus China kommt. So, das war's jetzt. Das ist nur meine Meinung zu dem Thema. Und jetzt bist du dran. Schreib mir deine Meinung. Braucht ein Messer so ein Backup-Messer? Für Wanderungen und für draußen ein bisschen herumlaufen? Wirklich ein Feuerstahl? Würde mich irrsinnig interessieren, was du davon hältst. Gib dem Video gerne einen Daumen. Oder nach oben natürlich, oder auch nach unten. Ganz wie du magst. Und Reini Rossmann, Irbis oder Bushcraft Beaver checken. Wie gesagt, aktuell auf Lager. Und wenn es das momentan nicht gibt, wenn du das Video in einem Jahr anschaust, dann trag dir eines, lohnt sich. Jetzt bleibt mir nur eines, dir einen wunderschönen Abend zu wünschen, hier im wunderbaren Bushcraft Areal auf waldurlaub.at. Zu mir im Shop gebe ich da auch den Link. Abo da lassen, ein paar andere Videos und ciao, ciao.